Viele Jahre hat mich der Stuhl begleitet durch mein Gaming-Alter. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu Tag Nummer 21 des Adventkalenders. In ein paar Tagen ist es schon Weihnachten. Ich kann echt kaum glauben. Heute geht es eigentlich um den Stuhl hier, der hier auch schon seit 4 Jahren bei mir ankam und der auch schon sehr ramponiert aussieht. Der kommt hier einfach total weg, weil verkaufen soll man ihn nicht mehr oder kann man einfach nicht mehr. Daher, ich baue ihn hier auch auseinander und dann bauen wir den neuen Stuhl zusammen. Aber da werde ich euch dann auch gleich nochmal kurz 2-3 Worte dazu sagen. Das war hier eigentlich schon alles. Dazu den neuen Stuhl aufzubauen. Ich bin sehr gehypt. Kurze Hintergrundinformationen zu Thema Sidnets RS oder Topstar. Ich kenne die schon seit mindestens 2018 auf der Gamescom und war bei denen viele Jahre auch, bin immer noch mit denen sehr eng befreundet. Und die haben mir vor circa ein halbes Jahr den Stuhl, den ich hier gerade aufbaue, zugeschickt. Eigentlich war der Plan, wenn ich in einer neuen Wohnung bin, ihn da auch zu bauen. Aber ich wollte ihr doch nicht so lange warten, weil ich weiß nicht, wann ich genau gewesen wäre. Und deswegen habe ich dann gesagt, das mache ich dann hier in diesem Adventskalender dieses Jahres. Sidnets oder Topstar hat verschiedene Aufgaben festgelegt für sich selber, was denen wichtig ist für ihre Stühle. Hier ist ein kleiner Beitrag von 2022, wo meine Mutter 2-3 Fragen gestellt hat und wo der Kollege Philipp Voss dann die Sachen beantwortet haben und der mir auch zugeschickt hat. Damit nochmal vielen Dank an Sidnets oder Topstar. Cynthia. Hallo. Ich wollte nur Hallo sagen. Ja, hallo. Topstar, Sidnets RS. Wir machen ergonomische Gamingstühle. Wir haben eine Besonderheit in unseren Stühlen verbaut, die es nur bei uns gibt. Unter den Stühlen ist eine 3D-Box verbaut und die sorgt dafür, dass der Stuhl dreidimensional beweglich ist. Das kann man auch am Stuhl ganz einfach zeigen. Der Stuhl bewegt sich quasi, die Sitzfläche bewegt sich in alle Richtungen. Und wenn man drauf hockt, ist man auch dreidimensional beweglich. Und die Bewegung, diese Bewegungsfreiheit sorgt dafür, dass man bei den normalen Bewegungen, die man im Alltag macht, immer in Bewegung bleibt und ergonomisch sitzt. Die Rücken bleibt in Bewegung, die Wirbelsäule ist in Bewegung und man kann stundenlang zocken drauf sitzen, hat nie Schmerzen, ist weiterhin konzentriert. Klingt ja richtig super. Es ist eine Ehre, weil so ein Stuhl kostet viel Geld und natürlich auch für euch, wenn ihr euch einen neuen Stuhl versucht zu kaufen, ist hier auch Werbung, blende ich euch hier auch ein.
dann nimm Signe. Weil Signe geht auch die A, es ist gut für euren Rücken, für eure Gelenke, wenn ihr so 8-10 Stunden am Tag mal sitzt am Stuhl, dann tut der Stuhl echt auch ausgleichen, wo andere Stühle echt nicht können. Ich sag hier einfach mal so, ich baue ihn hier auf, da sehe ich hier auch nochmal ganz genau, welche Stühle echt genau von denen genau die. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir offiziell auch fertig. Der Stuhl geht auch und den kann man recht links bewegen. Und wenn man längere Zeit auch wirklich sitzt, so kann man auch super gut arbeiten. Man kann gut einen Blick auf die Monitore tun und man kann sich noch ein bisschen bewegen. Das ist die Hauptsache bei Sydney RS und somit heißt es auch vom Tag 4 und Tag 21 vom 24. Türchen dieses Jahres auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen wieder bei der Roomtour. Seid dabei und dann bis morgen. Tschüss.